Standortanzeige. Ah, jetzt fängt an zu regnen. Die Andromedie-Schnittstelle angeschlossen ist. Und jede Menge Informationen liefert, wie zum Beispiel die echte gefahrene Geschwindigkeit, die Auspufftemperatur, den Turbo, wie sagt man, Druck, Unterdruck und Überdruck, Wasser- und Öltemperatur. Da kannst du eine 0 auf 100 Messung mitmachen. Also witziges Ding auf jeden Fall. Und ist total easy einzubauen und passt super gut in diesen Original Lüftungsausströmer. Also, kann ich jetzt schon sagen, Lara's Auto schiebt viel mehr über die Reifen. Ja, die Lara ist ja auch der Meinung, sie muss 2,8 bar Druck auf den Vorderreifen fahren. Das hat ja Marc gesagt, was ich für mich für absolut Quatsch halte. Ich kann nicht verstehen, dass das aber immer noch funktioniert. Also mit meinem Comics 5, da fahre ich an den Punkt ran. An dem Punkt fährt er aus hinten, ne? Und dann fängt das ESP. Wenn er dann nicht drüber geht, würde ich abfliegen. Und da gibt es gar nicht. Ich kann fahren, kann ein Auto überfahren. Dann schiebt über die Reifen, dann geht er gar nicht. Ja, aber der Golf halt sehr gut üblich, ne? Ja, genau. Ich habe gesagt, das ist der Golf, das ist viel ähnlicher zu dem A3, den ich habe. Dahinter war richtig Stau, ne? Ja, ja. Wir haben uns alle so zusammengebremst, wie dieses hier, so Ziehharmonika-Effekt, ne? Ich nicht.
immer voll. Aber die hat ja auch mehr Leistung als ich, ne? Scheiße, wenn du da langsam drumherum fahren musst.